Sivi, was macht 1Live? Was 1Live macht? Die spielen doch immer diese furchtbare Musik. Sivi, was macht 1Live? Wie 1Live? Radio oder was? Verdammt, Sivi! Das haben wir doch gerade noch geprobt! Was macht 1Live? Reklame? Nein! 1Live macht selig! Und warum? Weil wir und die Reimreiter und die Radiorätsler weihnachtlich zusammenkommen und live im Studio Glühwein saufen. Und wann? Na wann wohl? Heute ab 14 Uhr. Und wo? Bei unserem Knuddel- und Knuffi-Sender, du Arsch! Knuddel- und Knuffi-Sender? Den kenne ich noch gar nicht. Wo empfängt man den denn? Ich meine 1Live! Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt sollten eigentlich die legendären Retter hier im Studio sein. Und da sie nicht da sind, ruf ich einfach mal die Zentrale von denen an. Hallo? Spreche ich da mit der Retterzentrale? Moment noch! Entschuldigung, ich habe in den letzten Tagen so viel gegessen, dass ich die ganze Zeit übel riechende Fleischstückchen... Keine Details bitte, ich wollte eigentlich nur wissen, ob Dr. Ingo hier bald mal eintrudelt. Wer? Dr. Ingo. Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Also, eigentlich müsste er schon da sein, aber ich gebe dir vorsichtshalber mal seine Handynummer... Das kann ja noch ein bisschen dauern. Wir machen jetzt ein bisschen Unterhaltungsmusik und ich versuche inzwischen Dr. Ingo zu erreichen. Zentrale, die erste Ziffer. Wir warten auf die Weihnachtsretter, die haben sich hier noch nicht blicken lassen, aber... Haha, ja, Dr. Ingo hat ein Handy und das bimmel ich jetzt mal an. So, ja, Freie ist schon mal, das ist ja schon mal was. Hülstadt? Wer? Hülstadt, Ingo Hülstadt. Jetzt kommt Dr. Ingo. Dr. Ingo? Der Jörg hier von 1Live. Sag mal, wo bleibt ihr denn? Unser letzter Einsatz hat ein bisschen länger gedauert als erwartet. Aber wir sind gleich fertig hier. Was? Wo seid ihr denn da? In einem Altersheim. Gebt endlich auf. Ich hab einen Termin. Also macht hin, Leute. Sonst ist die Sendung wirklich gleich vorbei. Wir beeilen uns. Rufus, sorgt für Ruhe. Also dann gleich hier bei 1Live. Dann wohl die Retter. Ich zieh inzwischen schon mal eine schusssichere Weste an. Endlich, der Empfang hat mir gerade zugewinkt. Die Weihnachtsretter kommen jetzt jede Sekunde hier zu mir. Moment mal, warum rennt jetzt der Empfang weg? Oh nein, das glaube ich ja nicht. Dr. Ingo, ich wusste, dass Rufus das falsch versteht. Rufus, ich hab gesagt, der direkteste Weg zum Studio, nicht ins Studio. Ach so. Wo ist denn der Moderator? Ich liege hier unten. Da, ein Weihnachtsbein guckt unter dem Wagen hervor. Hallo, Jörg, ist das dein Bein? Ich weiß nicht. Rufus, ja. Dreh das Bein mal um. Und? Ja, das ist mein Bein. Ist doch geil, jetzt haben wir ein komplettes Studio für uns. Echt? Dann mach mal das Mikro an, Zivi. Ich will ein paar Weihnachtsgrüße loswerden. Moment, hier sind so viele Knöpfe. Ich probiere mal den aus. Zivi, mach den Krach aus. Ja, wie denn? Drück noch ein paar Knöpfe. Oh, das war der falsche. Schneller, Zivi. Verdammt, der Lautsprecher bläst sich auf. Tubas, Rufus. Das Mischpult ist explodiert. Was machen wir denn nur? Wir brauchen den Moderator. Rufus, ja. Heb den Wagen an. Jörg, wie fühlst du dich? Wie eine Kellerassel. Achtung, Wagen 348. Ein paar Irre legen 1Live in Schutt und Asche. Siehst du, Zivi? Jetzt werde ich schon mit dir in einen Topf geworfen. Aber Dr. Ingo, was habe ich denn gemacht? Wie oft habe ich dir gesagt, fass keinen Knopf bei 1Live an? Eigentlich gar nicht. Du sollst mir nicht immer widersprechen. Ich widerspreche dir doch gar jetzt, nicht. Jetzt, was sprichst du schon wieder? Ich sag doch gar nichts. Du sollst nicht. Die Klappe halten. Du Mensch, hältst du wohl den Mund? Ich will kündigen. Ich hau dir eine rein. Oh nein, halt den Maul. Ja doch, hau mir eine rein. Weit. Du Klappe. Widersprichst schon wieder. Ich spreche gar nicht. Komm her, Rufus, verklopf ihn. Live. Weihnachtliches Beisammensein mit Jörgi. Und jetzt haben wir sie endlich alle beisammen. Alle sind deutlich angeheitert und damit bereit zu singen. Das heißt, wir könnten eigentlich das große Finale eröffnen. Dazu brauchen wir die Trompeten eigentlich nicht mehr. Was wir dazu brauchen, ist die Schneemaschine, also die von oben von dem großen Hallenbogen hier über dem 1Live-Studio Kunstschnee herunterrieseln lässt. Die ist zu Anfang immer ein bisschen laut, die Maschine. Aber sie läuft. Sie läuft. Sie läuft, der Schnee rieselt langsam. Dann kann es jetzt losgehen. Meine Herren, es sind ja leider nur Herren. 1, 2, 3. Weihnachtszeit, oh wunderschöne Weihnachtszeit. Zimtplätzchen und allen Teilen Fröhlichkeit. Die 1Live, super Comedy-Einheit. Wünscht euch eine schöne Weihnachtszeit. Jo, daraus machen wir einen Rap. Die
die Reimreiter mitten in der Weihnachtszeit. Tragen rote Zipfelmützen und stehen bereit vor dem Traum von einem Baum in ihrem Proberaum. Denn einen echten Baum, den Gott will nicht klauen. Ein Massi-Pizza-Karton mit Kerzen darauf sieht fast so aus wie eine Tanne und genügt uns voll auf. Für wir sind so wunderkühl, weihnachtlich gut drauf. Das Christkind wird uns den Erfolg bescheren. Gegen den Erfolg können wir uns nicht wehren. Denn Qualität setzt sich am Ende durch. Drum seid froh wie wir und habt keine Furcht. Denn es ist... Ich wüsste eigentlich den Refrain kommen. Warum kommt er denn nicht? Ich weiß nicht, hast du das aufgeteilt? Weihnachtszeit, so wunderschöne Weihnachtszeit. Blutplasma und alle Taten Heiserkeit. Die 1 Live, Splatter-Comedy-Einheit. Wünscht euch eine schöne Weihnachtszeit. Zivi, das ist fürs falsche Singen. Und das ist von mir. Ein Geschenk für mich? Was kann da im Zeitungspapier nur sein? Mach schnell auf, Zivi. Ei mit dem Knopf, den drücke ich aber ganz schnell rein. Entdeckung, Rufus. Zeit schon da. Na, dann kann's ja nur eine Bombe sein. Danke, Dr. Ingo. Ein Scherz am Rand, komm, lass uns Freunde sein. Ja, sofort, ich muss nur eben mein Gesicht anleihen. Nimm lieber Sekundenkleber. Oder Tacker. Ja, danke, schon viel besser. Wenn ihr alle habt zu viel gegessen. Gegessen. Oder euren Hund habt platt gesessen. Gesessen. Wenn Knecht Ruprecht zu euch mal nicht nett war. Nett war. Ruft die Retter und prompt heißt es, wir sind da. Neuer Einsatz, den 1 Live-Hörern platzt bei eurem Gesang die Birne. Sind schon unterwegs. So, ich denke, jetzt ist dann wohl endlich mal das Radiorätsel an der Reihe. Also, I can't get no satisfaction. Hallo? Ja, Regie? Hören Sie mal, was singen Sie denn da? Die künstlerische Ausgestaltung des Rahmens bleibt ja wohl uns überlassen. Ja, ja, aber... Und wir haben die erste unserer 5 Strophen eben etwas freier angelegt. 5 Strophen? Sind Sie wahnsinnig? Keineswegs. Alle Kollegen hatten hier, ich habe das mal mitverfolgt, jeweils 1:03. Und da sind 5 Minuten für uns ja wohl das Mindeste. Ja, aber so viel Zeit muss ist doch... schon sein. Ja, kümmern ja. Sie sich um Ihr Orchester. Ja, ja. Ich habe jetzt meinen vertraglich vereinbarten Einsatz. Oh, bitte, dann Ihr Einsatz. Ja. 3, 4. Weihnachtszeit. Oh, was war das denn? Ja, wie vereinbart. Ja. Ein Satz. Na, vielen Dank.